Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer Sie diese Sendung jetzt sehen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben bei Steinzeit. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was hinter diesem seltsamen Titel sich versteckt, eine berechtigte Frage, genau darum geht es nämlich heute, um bargeldlos zum geschippten Kontosklaven. Das wird interessant und ich freue mich auf das Gespräch mit dem Erich Hambach. Hallo Erich. Hallo Robert, grüß dich. Also der Titel ist ja etwas sperrig. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es so nennen, bargeldlos zum gechippten Kontosklaven. Also da geht es schon mal in diese Richtung hin. Wir wollen ein ganzes Themenspektrum abdecken hier, wie wir unsere Welt momentan gerade wahrnehmen und was hier so auf uns zukommt in der nahen Zukunft. Und jetzt erstmal schön, dass du da bist. Danke, dass du zugesagt hast für das Interview. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben uns erst im Sommer kennengelernt bei den Seegesprächen, beim Sommerfest. Da bist du mir aufgefallen durch ein recht interessantes Statement, das du am Ende der Podiumsdiskussion gemacht hast. Da habe ich gemerkt, okay, du hast auch wirklich einen sehr großen Horizont. Das würde ideal hierher passen. Und nachdem wir uns dann eben unterhalten haben, bin ich sehr froh, dass ich da jetzt an dein Wissen mal andocken kann. Ich bin gespannt, was ich dir alles rauslocke. Ja, schauen wir mal. Ich freue mich auch hier zu sein. Also du bist ja auch schon ein paar Tage hier auf der Welt. Das soll man eigentlich nicht sagen, immer am Anfang, aber du bist einfach ein Mann wie ich mitten im Leben. Ja, und du hast schon einige Erfahrungen gesammelt im Leben. Was würdest du denn als die prägendste Erfahrung für dich bezeichnen? Was hat dich zu dem gemacht, was du heute bist eigentlich? Also es war jetzt nicht sozusagen ein großes Erweckungserlebnis, so möchte ich es nicht bezeichnen, sondern es war dieser Weg aus der alten Welt auf der dunklen Seite der Macht sozusagen, wie es eben immer zäher wurde. Das hat so vor 5, 6 Jahren schleichend begonnen, dass die Tätigkeit beruflicher Art und Weise im Bereich der Investmentszene, Versicherungsbranche, Finanzindustrie, das wurde immer schwieriger, hat immer weniger Spaß gemacht. Das ging einher einfach mit persönlichen Erkenntnissen, die man mal daher gezogen hat, mal da. Ich habe mich immer schon für die sogenannten Verschwörungstheorien interessiert. Heute sagt man ja eher Verschwörungspraktik. Also an Theorie ist da nicht mehr so viel da. Und das ging aber eben einher. Je zäher das wurde, desto mehr hat der wirtschaftliche Erfolg nachgelassen. Dann haben große Auftraggeber eben die Projekte beendet. Und dadurch wurde natürlich auch mehr Zeit frei, sozusagen im Hamsterrad zu erkennen, hoppla, was ist denn da eigentlich los? Und bis es dann final sozusagen vor 3 Jahren, 4 Jahren begonnen hat mit meinen ersten Aufträgen in diesem Themenbereich, das war dann Riesenresonanz. Also auf die ersten Vorträge, Grexit, Dexit, Finanzkrise, was ist denn da eigentlich los? Warum von einem Rettungspaket, Tranche 1, 35 Milliarden, dann für Griechenland nur 1 Milliarde dort unten an, der Rest verdunstet auf dem Weg. Da stellt man sich immer mehr Fragen. Und das hat dann sozusagen vor genau, ziemlich genau 1 Jahr zum radikalen Schnitt bei mir auch geführt. Also ich habe mit meiner Frau entschieden, unser Haus zu verkaufen, die Firma zu schließen, die bisherigen Jobs also aufzugeben, um mich einfach dann auf den Weg der Aufklärung zu begeben, nachdem sich diese Erkenntnisse, das kann ja alles nicht wahr sein, was da alles abgeht auf unserem Planeten, für mich so verdichtet haben, dass ich da nicht mehr zuschauen wollte. Aber du hast 30 Jahre lang mehr oder weniger im Finanzsektor Versicherungskaufmann und hast da dein täglich Brot verdient, ja? Ja, genau. Also ich war dort sozusagen Trainer, Ausbilder für Versicherungsmakler, für Finanzmakler, habe denen kommunikative Dinge beigebracht, zuletzt dann auch einige Jahre versucht, die Honorarberatung in Deutschland mit weiterzuentwickeln, dass Dienstleistung auch mal was kosten darf. Also nach dem Motto, was nichts kostet, ist eben nichts wert. Aber auch da ist es sehr, sehr schwierig geworden in der letzten Zeit, weil jeder so in seinem Existenzkampf Hamsterrad steckt, also auch die Honorarberater. Und letzten Endes, je mehr du drinsteckst, desto weniger kannst du nachdenken und dich mit den wirklichen wichtigen Dingen unter Umständen auch beschäftigen. Also du hast einen Newsletter ins Leben gerufen. Wir haben neulich im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Du warst anfangs überrascht über diese Resonanz, hast du gesagt. Hättest du damit nicht gerechnet, oder? In dieser Form nicht, weil die Inhalte dieses Newsletters, das war ja, sagen wir mal, als Hauptthema, die ganzen, ich würde es mal formulieren, sogenannten Terrorattacken, die in der letzten Zeit so passiert sind, von Orlando über Nizza bis München. Da kam mir im Laufe der Zeit doch einiges sehr, sehr komisch vor und habe auch begonnen zu recherchieren. Und da war ich mir eben unsicher, da hast du also völlig recht, wenn ich darüber schreibe, erstens mal, was schreibe ich darüber und B, wie wird denn auch die Reaktion sein? Und ich bin dann eben in einem großen Überblick drüber gegangen und habe einfach angeregt,
denke mal anders darüber nach, stimmt das denn alles so? Ich habe auch ein paar andere Journalisten zitiert, die dort eben sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit in der Tiefe betreiben. Das wollte ich dann eben nicht einfach wiederholen, aber ich habe einfach diesen Bogen gespannt und bin dann eben so im zweiten Teil dieses Newsletters eher in die lösungsorientierte Thematik gegangen und habe eben aufgezeigt, was kann jeder tun, worüber sollte man vielleicht auch nachdenken. Und es waren also so viele Reaktionen dann daraufhin, also nach dem Motto, schwere Kost, aber super, dass es in der leichten, lösungsorientierten Thematik bleibt. Also sehr viel Ermutigung. Und ich habe dann unter anderem die Bemerkung eben gemacht in dem Newsletter nach dem Motto, ich weiß zwar auch nicht, wie es gehen soll, aber vielleicht laufe ich im Frühjahr einfach los nach Brüssel und erkläre denen dort mal, dass es eben so nicht weitergeht. Und das war so die Initiation sozusagen zu dem Thema der Friedensweg, was wir ja im November in der Nähe von München auch starten wollen. Also das war so überwältigend, die Resonanz, das hätte ich so nie erwartet. Auf den Friedensweg, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also dieser Newsletter war ja, den hast du mir, ich war auch in deinem Verteiler, wir haben uns ja damals ausgetauscht und ich habe dann diese Analyse von dir gelesen und war dann eben auch deiner Meinung, dass diese ganze Häufung und Auffälligkeiten dieser Ereignisse, dass es lohnt sich, das anders zu betrachten, ja. Und diese Lösungsvorschläge, die du eben gebracht hast und auch so die Worte, die du einfach gefunden hast in diesem Newsletter, die haben mich eben auch dazu bewogen zu sagen, komm, also bitte, du musst unbedingt zu uns kommen, ja. Also ganz klar, wenn man die richtigen Worte trifft, dann gibt es halt auch Resonanz, ja. Das ist das. Ja, genau, offensichtlich. Ja, eine der Aussagen war halt Angstlosigkeit, ja, so nach Motto, jetzt keine Angst haben. Die letzten Wochen, gerade der Ende Juli und so der frühe Sommer, sagen wir mal so, von Mai bis jetzt, war ja doch gezeichnet von einigen oder von sehr vielen Negativschlagzeilen. Du hast Orlando angesprochen, dann kamen die Attacken hier in Würzburg, in Nürnberg, nicht Nürnberg, ich habe es schon wieder verdrängt. Nizza, München. Dann gab es noch Ansbach, glaube ich. Also es gab ja eine ganze Reihe innerhalb kürzester Zeit. Und du hast dazu aufgerufen, Angstlosigkeit zu entwickeln. Wie macht man denn das in so einer Zeit, wenn einem die Nachrichten quasi tagtäglich sich überstürzen, wenn man mit solchen Sachen fast erschlagen wird? Wie hast du einen Tipp, wie man in die Angstlosigkeit kommen kann bei so einer Informationsflut? Also ich habe zwar jetzt für mich ein Rezept oder einen Weg gefunden, aber ich nehme jetzt nicht in Anspruch für mich, für alle jetzt einen Weg zu kennen, der für alle funktioniert. Also es ist, denke ich mal, wichtig, dass man auch eine gewisse persönliche Distanz grundsätzlich zu diesem Thema eben entwickelt und eben auch mal versucht, hin und wieder mal selbstständig über Themen nachzudenken und eben nicht nur immer online sozusagen sich hochhypen lassen. Also das meine ich so ein bisschen erstmal auch mit Distanz zu diesen ganzen Emotionen auch zu bewahren, denn es ist ja offensichtlich so, dass diese Emotion, in dem Fall die Angst, sehr, sehr bewusst zum Teil auch kreiert wird, weil Angst ist ja eine reale Emotion, in sozusagen das Gegenteil der Emotion der Liebe, ist gegenüber stets dann eben die Angst. Und so wie Liebe eben als Energie das Herz öffnen kann, kann die Angst eben auch sehr viele Dinge blockieren. Und wenn man die Menschen eben nur genug in die Angst bringt, dann kann man sie eben auch sehr gut lenken. Und Punkt 1 für mich war eben so ein bisschen Distanz zu diesen Themen zu bewahren. Und die zweite Erkenntnis war für mich sozusagen dann eben nicht in den Kampfmodus zu gehen. Also nach dem Motto ist ja unerhört, was hier gemacht wird und da müssen wir was dagegen unternehmen. Also sozusagen keine eigene Gewaltemotion da eben aufzubauen, sondern eben sich eher diesem friedvollen Weg, also in die Friedensenergie zu begeben. Und weil Druck erzeugt immer Gegendruck und jede Gewalt oder Energie, die ich sozusagen in einen Konflikt gebe, desto schlimmer wird im Prinzip dieser Konflikt. Auch wenn es mal Situationen geben muss, wo man durch einen Konflikt durchgeht, aber sicher nicht im Sinne von künstlich inszenierten Kriegen, die auf Lügen basieren, durch, sagen wir mal, gesteuerte oder Black OPs und was da eben auch alles gibt, False Flag Attacken. Also da wird einfach sehr viel mit diesem Thema Angst gearbeitet. Und ich habe für mich ganz einfach entschieden, nicht in diese Angst zu gehen. Natürlich habe ich ein großes Mitgefühl und bedauert es auch sehr, was an tatsächlichen Opfern als Konsequenz ja immer irgendwo auch passiert ist. Also das möchte ich jetzt gar nicht unter den Tisch kehren. Also da habe ich schon auch ein sehr großes Mitgefühl und für die Angehörigen, weil das ist schon schlimm, wenn man das mehr auf die einzelnen Schicksale auch runter betrachtet.
Aber im großen Bild bringt es einfach gar nichts zu sagen, ich gehe in die Angst, bitte um den großen Schutz von Big Brother und dem Staat und alles ist kontrolliert, sondern wir Menschen haben eigentlich alles in der Hand und wir können alles kreieren, aber eben nicht mit diesem Kampfmodus, sondern wir müssen eben in die andere Richtung gehen, meiner Meinung nach, und das eben mit einer friedlichen Energie auch versuchen zu lösen. Du hast es jetzt auch in der Antwort schon angesprochen, dass Angst so auch als Steuerungsinstrument eingesetzt wird. Gerade von Regierungen wird Angst also quasi auch massiv gefördert. Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit, vor Altersarmut, vor Klimawandel und was weiß ich alles. Wir kriegen ja jeden Tag mehr oder weniger verschiedene Geschichten aufs Brot geschmiert. Wie setzen die das ein? Oder was ist da deren Kalkül? Und was mich da vor allem auch interessiert oder halt immer beschäftigt ist, welche Rolle spielen dabei die Medien? Wie siehst du das? Das ist eine ganz interessante Frage. Das ist wirklich ein großes Thema, weil um dieses Spiel geht es eben auch. Also wir haben mit dem Thema, was wird gemacht, wie wird es eingesetzt, steht für mich immer die Überschrift drüber, teile und herrsche. Und da die Angst ja zum Beispiel auch die Wahrnehmung blockiert, wenn man sehr stark in der Angst ist, merkt man oft gar nicht, wie viel Gleichgesinnte wir eigentlich hätten, die auch im Sinne des Guten etwas bewegen wollten. Und die Rolle der Medien, die dort letzten Endes auch ein willfähriger Helfer gemeinsam mit der Politik eben für die Finanzeliten und auch für die Mächte, die die Finanzeliten eben steuern. Das ist ja im Prinzip so in drei Ebenen etwa aufgeteilt und da spielen die Medien, also die Massenmedien, eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und von der Methodik her, die du jetzt gefragt hast, wie die Medien hier eben arbeiten, arbeitet man eben sehr, sehr stark mit einer weltweit koordinierten Negativbildprojektion. Also man setzt einfach Botschaften aus, zum Beispiel der Anschlag da und dort, wie Orlando, stellt sich im Grunde heraus, wenn ich das richtig recherchiert habe, gab es die ersten Toten erst nach dem Eintreffen der speziellen Antiterroreinheiten. Vorher gab es überhaupt keine Toten. Es gab auch kein Blut am Tatort. Es gibt eigentlich nur eine Videoaufnahme von einem Verletzten auf einer Trage. Der wurde aber nicht vom Tatort weggetragen, sondern zum Tatort hingetragen, dreht sich dann auch immer die Kamera mit gestreckten Daumen nach dem Motto guter Dreh. Also es wird einfach, wenn man dann genauer hinguckt, entdeckt man dann das Positiv des Negativbildes, also das eigentliche Bild. Und ich bin für mich immer mehr draufgekommen, auch durch Insiderinformationen, wie die Medien eben hier arbeiten. Also im Grunde ist man schon sehr, sehr gut auf dem Weg beraten als Mensch. Nimm das Gegenteil von dem an, was du in den Massenmedien erfährst und du bist schon auf einer sehr, sehr guten Spur. Und die Medien, speziell die althergebrachten Printmedien, aber vor allen Dingen eben auch TV, also Televisionsunternehmen, die Medienunternehmen weltweit, spielen eine gewaltige Rolle. Weil ja ein Bild sagt auch mehr wie 1000 Worte. Und es ist in dieser Technologie, die wir heute auch haben, in den ganzen Geräten noch eine Menge mehr versteckt. Aber das ist wirklich so mit das Hauptinstrument zum Thema Gehirnwaschen der Bevölkerung, Mind Control. Also all diese Dinge werden ziemlich koordiniert gemacht und da gibt es auch hervorragende Bücher zu. Und eine interessante Quelle für mich war auch das Buch von dem Herrn Ulfkotte, Gekaufte Journalisten, glaube ich, heißt es. Und als Insider berichtet, was er erlebt hat im Laufe seiner Zeit als Journalist und so, ja. Richtig, der auch dann erklärt hat, er war ja selber mal Teil des Systems und irgendwie hat er das auch früher gar nicht gecheckt, genauso wie meine Frau, auch die 20 Jahre im Medienbereich beim Fernsehen gearbeitet hat, zum Schluss dann im ZDF. Das ist einfach so, dass da mal jemand ankommt in der Reaktion und bringt halt mal einen wertvollen Kugelschreiber mit und ist einfach nett und dann gibt es auch wieder den nächsten Auftrag. Also man merkt es erst mit einer gewissen Distanz und so ging es wohl auch dem Herrn Ulfkotte. Also glaubst du, dass die da wenig selbstreflektiert einfach die ganzen Informationen raushauen oder denkst du, dass die ein gewisses Narrativ bedienen? Gerade wenn man jetzt diese unsägliche Russland-Berichterstattung betrachtet, das fällt immer mehr Menschen auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Absolut. Also es gibt, ich will jetzt nicht sagen, dass es also massivste Order von oben gibt zu jedem einzelnen Beitrag, der da irgendwo produziert wird. Sondern das ist so eine gewisses Leitplankensteuern der ganzen Mitarbeiter bei diesen Unternehmen. Und man ist da sehr geschickt psychologisch auch mit so einem unausgesprochenen Erwartungsdruck, das Thema Political Correctness. Ja. Wenn da einer aus der Spur tanzt, kommt dann immer auch jemand von außen und sagt, so geht das nicht. Und man sieht es ja auch in den Gremien der Fernsehsender, da kommst du ja ohne das richtige Parteibuch gar nicht rein. Und wenn man sich mal anschaut,
wo denn diese einzelnen Chefredakteure oder diese führenden Journalisten der Zeitungen und der Sender alle sitzen, in welchen Netzwerken, dann läuft das letzten Endes alles weltweit koordiniert und gesteuert ab in einer Art Pyramidenstruktur, wo sich dann letzten Endes oben dann ein paar wenige Kommandogeber dann eben auch befinden. Also das läuft schon alles sehr, sehr gesteuert ab und tausendmal die Lüge ist auch die Wahrheit. Also das ist so ein Leitspruch der Medien sozusagen. Und was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Also es wird auch nicht berichtet. Und es gibt auch mit die größte Rechtsabteilung, die man bei Unternehmen finden kann. Im Verhältnis zu den restlichen Mitarbeitern gibt es im Medienbereich, um sich einfach auch zu jedem Beitrag wirklich abzusichern, was kann passieren, was müssen wir tun, wie weit können wir gehen. Also das ist schon sehr, sehr gesteuert und man projiziert quasi immer dieses große erwünschte Bild. Und da kann man ja überall hinschauen, wo man möchte, ob das jetzt die Migrationsbewegung sozusagen ist oder das Thema in der Türkei mit diesem Putschversuch, möchte ich es jetzt mal nennen. Und man lenkt dann immer den Blick der Öffentlichkeit völlig manipuliert nur in diese Richtung und im Hintergrund passiert dann oft ganz was anderes. Also Thema EM, Olympia und letzter Tag vor der Sommerpause im Bundestag, da werden dann die allermeisten Gesetze eben dann durchgewunken am letzten Tag der Plenarsitzungen. Und an den schlimmsten Tagen, möchte ich es jetzt mal formulieren, für die Bevölkerung werden dann 45 Gesetze beschlossen. Also pro Gesetz. Wenn Deutschland im Halbfinale steht, weil du Fußball-Weltmeisterschaft oder so. Vielleicht sind wir da zu früh raus jetzt bei dieser EM, dann wäre noch mehr passiert. Ja, ja. Aber so läuft es eben nach dem Motto Brot und Spiele auch wirklich ab. Also je erfolgreicher die Nationalmannschaft ist, desto schlimmer ist es für uns eigentlich. Ja, das könnte man durchaus formulieren, ja. Wenn das ganze Land im schwarz-rot-golden Freudentaumel ist, dann. Gab es ja schon ein paar Mal, ja. Aber es ist fast so, dass man denkt, dass das Volk regelrecht schreit nach dieser totalen Kontrolle, ja. Also immer dann als Reaktion für so Anschläge wie in München, da kommt ja dann mehr Ruf nach Sicherheit, mehr Waffen, mehr Polizei. Die bayerische Polizei rüstet jetzt massiv auf, 15.000 neue Stellen, Cyberkriminalität kommt, Überwachung auf Flugplätzen, sensiblen Plätzen, Softwareerkennung, Gesichtererkennung. Das sind jetzt alles Stichworte, die plötzlich gar nicht mehr so fremd sind. Die Leute sagen, ja, ja, das ist schon wichtig. Ist das quasi dann eine Konsequenz daraus, was man uns vorher reingetrichtert hat, oder will das Volk einfach Sicherheit haben, diese Illusion von Sicherheit einfach immer haben? Also da muss man, denke ich, zwei Dinge unterscheiden. Also der letzte Punkt, den du angesprochen hast, das Volk, denke ich mal, weiß im Querschnitt nicht, dass es eine Illusion einer Sicherheit ist, sondern es ist wirklich das Bedürfnis und der Wunsch nach einer Sicherheit. Also sozusagen, ich akzeptiere diese Kontrollmaßnahmen, ich habe ja nichts zu verbergen. Was soll mir denn schon passieren? Hauptsache, es kann mir eben nichts passieren durch ein Attentat, durch noch mehr Terrorismus. Also das ist schon okay mit dieser Kontrolle. Dass es letzten Endes eine Illusion von Sicherheit ist, das ist für uns, denke ich, soweit klar und für eine große Anzahl anderer Menschen, die selbstständig nachdenken. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass es plötzlich jetzt passiert, so jetzt ist alles unsicher. Und jetzt schreit das Volk nach Sicherheit, sondern es gibt ja schon einen sehr, sehr langfristig angelegten Plan zu diesem Thema. Ich möchte da mal zwei berühmtere Zeitgenossen kurz zitieren. Das eine ist ein gewisser Präsidentschaftsberater der US-Regierung, der Brzezinski, der in den 80er Jahren, ich glaube 82 war es, schon ein Buch geschrieben hat, Amerika, die einzige wahre Weltmacht. Und in diesem Buch beschreibt er unter anderem eben sehr, sehr schön und deutlich auch, dass man eben in nicht allzu weiter Zukunft Technologien haben werden, mit der es möglich ist, jeden Menschen vollständig zu kontrollieren und auch zu überwachen. Und selbstverständlich werden wir davon Gebrauch machen. Und das Anfang der 80er. Anfang der 80er. Ja. Und in einem ähnlichen Zeitraum, ich meine, das war dann Mitte der 80er Jahre, hat eben dieser ominöse, berühmt-berüchtigte David Rockefeller, also das langjährige Oberhaupt des ganzen Clans eben, dann auch ausgesprochen, öffentlich mehrmals sogar, was wir brauchen auf der Welt, ist die einzig große Krise und dann wird die Welt die neue Weltordnung akzeptieren. Also dieser Schrei und Wunsch und Bitte nach Sicherheit, alles kein Thema, macht überall die Kameras, haut mir irgendwie ins Handy noch eine begleitende Kamera rein oder im Ausweis den Chip, Hauptsache ich bin sicher. Also das ist so dieser langfristig angelegte Plan.
vielleicht sogar schon sehr viel länger wie nur in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt. Ja, ja. Ich darf da nur ein drittes Zitat vielleicht noch anschließen aus der Bibel. Wer denn nicht trägt das Zeichen des Tieres an der rechten Hand oder an der Stirn, kann nicht kaufen oder verkaufen. Mhm. Und damit sind letzten Endes schon Zeiträume klar, in welchen Regionen hier gedacht und geplant wird. Okay. Das steht ja nicht zufällig an dieser Stelle in der Bibel. Und das ist auch interessanterweise genau das Stichwort zu meiner nächsten Frage. Da kommen wir nämlich genau auf eins der Kernthemen unseres Gesprächs auch, nämlich über RFID, Radio Frequency Identification, also dieser berühmt-berüchtigte Chip, der quasi jetzt schon unterschwellig immer wieder immer mehr in der Gesellschaft zu finden ist und jetzt aber so langsam die Schwelle überschreitet zum Einsatz im Menschen sozusagen. Also das Zeichen des Tieres in der Hand oder in der Stirn zu haben. Und wir beide haben ja einen Menschen kennengelernt bei den Seegesprächen, der selber so eine Firma hat, der selber gechippt ist, der mit dieser Technologie ganz anders umgeht wie die meisten Menschen. Wir haben aber auch festgestellt, dass er sich mit solchen Themen, wie wir hier haben, noch gar nie beschäftigt hat. Also er ist kein schlechter Mensch. Wir haben ihn ja kennengelernt. Das ist wirklich ein schlauer Kopf. Aber er hat offensichtlich seine Zeit noch nicht dem Studium von Hintergrundinformationen gewidmet. Das kann man wohl so sagen. Ja. Sonst würde er nicht so naiv schon fast mit dieser Technologie umgehen. Ja. Also hat mich echt gefreut, ihn zu treffen, aber gleichzeitig auch geschockt, wie jemand, der so schlau und doch schon so alt ist, von sowas noch gar nie etwas gehört hat. Ja. Der war bei den Seegesprächen echt baff, was er da für Leute getroffen hat. Ja, ja, aber Technik RFID, kannst du da vielleicht ein paar allgemeine Worte drüber verlieren, was das für eine Technologie ist und vor allem, wie lange es die schon gibt? Ja, also sagen wir mal, ich sage gerne was dazu, um den Zeitraum jetzt genau zu definieren, wie lange es den gibt, kommt darauf an, über welchen Bereich wir aus dieser Technologie eben jetzt konkret sprechen. Mhm. Also wir haben den im Alltag schon seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile im Einsatz. Diese RFID-Chips in Anführungszeichen, die gibt es ja sowohl als Reiskorn, großes Glas-Metallobjekt, die gibt es aber auch schon sehr viel kleiner im Bereich der Nanotechnologie. Also so klein, dass ich es gar nicht mehr dazwischen die zeigen siehst du nicht kann. Mehr. Ja, okay, ja. Also es gibt eben schon auch gezielt Attacken, wenn man so will, wo Personen über einen Handschlag einfach dann diese Chips übergeben werden. Die verschwinden zwar dann nach ein paar Wochen wieder durch Duschen, Hände waschen und so weiter, aber die sind also unsichtbar, nichts zu spüren. Also so weit ist man eben mittlerweile, dass die so klein sind, die Sachen. Aber wir haben die schon ziemlich lange im Alltag. Das sind eben auch Aufkleber. Da werden Paketsendungen mit verfolgt. In Kleidungsstücken. In Kleidungsstücken gibt es ein paar spezielle Marken, die waren da auch Vorreiter. Ich möchte jetzt da auch keine Namen nennen, aber zum Beispiel in Ländern wie Brasilien ist man schon seit langen Jahren dabei, die Bevölkerung quasi begeistert zu informieren über die Möglichkeiten der Sicherheit mit dieser Technologie. Und Stichwort intelligente Schuluniformen, also als Schutz vor Kindesentführung und dergleichen, hat man die Bevölkerung eben gewonnen. Und man kann sie ja jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen, dieses Thema. Einfach, wir haben hier Schuluniformen, da ist so ein Chip drin, ihr wisst immer, wo eure Kinder sind oder zumindest das Kleidungsstück, das eure Kinder heute früh getragen haben. Wisst ihr, wo sich eben das befindet und wenn sich es eben auf dem Display auch bewegt, dann trägt es vielleicht auch noch und wenn es eine Entführung ist, dann hat es vielleicht hier auch schon mal einen Vorteil. Also es wird auch hier wieder sehr stark mit der Angst eben auch gearbeitet. Ja, ja. Aber wir haben eben diese Technologie seit längerer Zeit auch schon in den Ausweisen drin, egal ob jetzt eben Personalausweis, Reisepass oder in anderen amtlichen Dokumenten. Wir haben die mittlerweile seit 2008 in den seit diesem Zeitraum erstellten oder gebauten Autos in den Kraftfahrzeugen eben mittlerweile verbaut. Und diese ganze Technik, die sogenannte Nahfeldkommunikation, da wird ja im Prinzip von den naiven, begeisterten Befürwortern, die auch immer nur an das Gute glauben, gesagt, ja, aber das funktioniert ja alles gar nicht, weil die können ja gar nicht so stark senden. Das ist einerseits richtig, dass diese Chips selbst nicht unbedingt eine sehr, sehr große Reichweite haben, um jetzt Informationen abzusetzen, aber es gibt ja auch ein Gegenstück, nämlich die Antenne. Ja. Und durch entsprechend starke Antennen ist es eben durchaus möglich, auch aus größter Entfernung Informationen zu diesem Chip zu bringen oder auch durch Induktionen eben auch elektrische Prozesse in diesem Chip auszulösen, dann sind die Dinge aktiv und man kann eben auch getrackt werden,
Und die ganzen Responder, die werden ja auch immer mehr, also die werden ja flächendeckend was mittlerweile. Was heißt Responder? Also das ist praktisch der Sender in dieser Nahfeldkommunikation, der Chip. Der hat also sozusagen, also dieser Transponder, eine sehr schwache Sendeleistung und der Responder, also der Empfänger, der nimmt das Signal eben auf. Okay, ja. Und wenn das Ding 2 bis 3 Meter in der Nähe dieses Chips ist, dann ist sozusagen alles möglich im Sinne von Informationen rauf- oder runterladen, verfolgen und so weiter. Das ist das Gleiche, was ja bei HandyPay und diesen modernen Bezahlsystemen, die man einfach mit dem Handy irgendwo hinhält oder jetzt auch mit der Hand eben möglich ist. Die Dinger sind eben überall mittlerweile diese Responder. Also in Bayern gibt es jetzt von dem Herrn Söder doch ernsthaft den Vorschlag, Bayern komplett mit dem WLAN-Netz flächendeckend zu überziehen. Mhm. Dann können die Signale quasi überall hin transportiert werden. Und egal, wo ich jetzt vorbeilaufe, es sind eben überall diese sogenannten Responder schon verbaut. Das ist der smarte Feuermelder, der jetzt plötzlich Pflicht ist in den Häusern. Das ist der smarte Stromzähler, der jetzt dann plötzlich Pflicht ist. Das ist das smarte TV-Gerät. Übrigens an der Stelle würde ich jedem empfehlen, mal die Nutzungsbedingungen des Smart-TV-Gerätes, was er vielleicht zu Hause stehen hat, mal zu lesen. Weil bei den meisten Herstellern, ich meine sogar bei allen führenden Herstellern, ist in diesen Nutzungsbedingungen übrigens verankert, dass du zustimmst in dem Moment, wo du das Gerät auspackst und anschließt, dass alles, was in dem Raum von der Kamera und dem Mikro im Gerät eben aufgezeichnet und gefilmt wird, wird an den Hersteller übermittelt. Und du stimmst dann eben auch der Weitergabe dieser Daten an NSA und Co. eben zu. Es gibt da teilweise Referentenentwürfe zum Thema Datenschutz. Da kannst du eigentlich nur noch den Kopf schütteln, wie weit man dort im Denkmodell praktisch bei den, jetzt sind wir wieder bei den willfährigen Helfern der Finanzelite, nämlich im Bereich der Politik, also wie naiv auch dort zum Teil mit umgegangen wird. Also es gibt schon mindestens 30 Jahre diese Technologie, wahrscheinlich länger. Und begonnen, so dieser Big Bang, diese Technik auch beim Menschen einzusetzen, hat begonnen 2007. Das war die Wahlkampfphase mit Obama bei seiner ersten Amtszeit. Und 2007, 2008 ging das plötzlich los, dass man eben Amerikaner begonnen hat, ohne das Wissen zum Teil flächendeckend zu verchippen. Es gibt dort von Professoren aus diesem Bereich mittlerweile geleakte Dokumente, White Papers, die 2007 schon auf den Weg gebracht wurden, von international anerkannten Unternehmen zum Teil. Also es ist keine Verschwörungstheorie, das ist leider sehr real, was man da an Technik hat und was man da auch für Pläne mit verfolgt eben auch. Und glaubst du, dass das auf uns zukommen wird, dass die Regierung jetzt bei uns oder allgemein, dass von der UNO dann irgendwie sowas kommt, ja in Zukunft, jetzt geht es nur noch mit Chip, wer keinen Chip hat, wird in Zukunft blöd ausschauen? Vor allem dann in Bezug auf bargeldlosen Zahlungsverkehr, ja. Richtig, also das steht sozusagen wirklich ganz kurz vor der Haustür. Wenn man es jetzt wieder mal mit einem größeren Blickwinkel dem Thema zuwenden, dann gibt es eben weltweit in verschiedenen Ländern sozusagen verschiedene Versuchslabore. Nach dem Motto, ich probiere in jedem Land etwas anderes aus und schau mal, wie es funktioniert oder wo die Bevölkerung dann doch mal sich wehrt und eben aufschreit. Also diesen Plan zu entwickeln, wie kriegen wir es denn am besten unters Volk sozusagen. Mhm. Und es gibt eben Länder in Südamerika, da wirst du aus der Warteschlange im Supermarkt entfernt. Wenn du eben nicht ausgelesen werden kannst, dann kannst du eben kein Essen kaufen und dann stehen die Leute an der Grenze zum Nachbarland und wollen darüber, um dort eben Essen einzukaufen. Also das sind sehr bedenkliche Entwicklungen, wie ich finde, ist man eben auch schon so weit im Bereich des Militärs. Polizei zum Beispiel in Mexiko hat man eben alle schon ausgestattet mit diesem RFID-Chip. Ist ja auch zu eurer Sicherheit, liebe Polizeikräfte. Ja, da werden viele Leute entführt, ja. Ja, die Polizisten selber, also auch die Sicherheitskräfte selbst, dort wird es quasi im Dienstvertrag oder im Angestelltenvertrag wird es einfach festgeschrieben. Dann wird es eben einfach gemacht. In europäischen Ländern ist es zum Teil so, dass einfach Industriefirmen, die dort eine Vorreiterrolle eben haben, im Arbeitsvertrag das plötzlich bindend festschreiben. Mhm. Also ist ja freiwillig, lieber Mitarbeiter, aber auf diesem Chip ist dein Dienstausweis ab morgen und ohne Dienstausweis kommst du hier nicht rein. Also du könntest dir jetzt freiwillig diesen Chip einsetzen lassen als Dienstausweis. Wenn du das freiwillig jetzt nicht machst, dann probieren wir es eben morgen dann ohne deine Arbeitskraft auszukommen. Mhm, okay. Und so ist es in jedem Land ein bisschen ein anderer Modellversuch. Wie weit können wir denn gehen?
Und es gibt eben hier wirklich eine weltweite Agenda, uns alle mit diesem Ding zu versagen. Mhm. Es gab meiner Information nach sogar einen Referentenentwurf zu dem sogenannten europäischen Standardchip. Da möchte ich jetzt nicht die wildesten Themen dazu aufdecken, aber es ist eben geplant, in diesem Referentenentwurf in Deutschland ab 01.01.2018, wenn ich einen Personalausweis beantragen möchte, dass ich dann eben keinen Ausweis mehr bekomme, sondern nur noch diesen Standardchip, diesen RFID, in Europa heißt eben dann europäischer Standardchip, eingepflanzt bekomme, sonst kriege ich halt keinen Ausweis mehr. Also kannst du nicht mehr reisen. 2018 schon. Richtig. Und das heißt, wenn die letzten Ausweise 2017 noch ausgestellt wurden, dann gelten die ja 10 Jahre. Sprich, ab 01.01.2018, 10 Jahre später, 2028, haben alle eben diesen Chip. Und das passt eben auch mit dieser weltweiten Agenda. Bis 2030 soll weltweit das Bargeld verschwunden sein, spätestens. Mhm. Komischerweise sehr deckungsgleich übereinander. Und das ist eben auch aus dem Rockefeller-Clan immer wieder berichtet worden. Das Ziel ist eben, dass wir alle unser Geld nur noch auf diesem Chip haben. Und wenn es dann nur noch dort ist und kein Bargeld mehr gibt, können wir nichts mehr abholen von der Bank. Mhm. Und dann kann jederzeit ein Regierungsapparat, eine Behörde, die auch mal willkürlich handeln könnte, das Geld abbuchen, von dem sie der Meinung sind, dass ihnen zusteht. Also Stichwort Finanzamt macht eine Schätzung. Mhm. Lieber Robert Stein, du hast unserer Meinung nach letztes Jahr so und so viel verdient, ein bisschen knapp dran mit der Frist. Wir buchen schon mal 50.000 Euro ab. Mhm. Und die wissen ja auch, wie viel du drauf hast. Ja. Also insofern, das ist alles nicht so lustig. Und das ist eben wirklich mein Anliegen, nicht in die Angst zu gehen, aber die Menschen aufzuklären, denkt darüber nach, wollen wir das wirklich in diesem Sinn? Also man ist da sehr, sehr weit in der Agenda schon vorangeschritten. Was gibt es denn für technische Möglichkeiten mit diesem kleinen Chip? Ist es jetzt nur deswegen beängstigend, weil wir dann zum absolut gläsernen Bürger werden? Weil wir ja einen lebenden Datenstrom quasi generieren. Ich meine, das machen wir jetzt mit dem Handy auch schon. Aber direkt subkutan unter der Haut, ist da nicht noch auch physisch eine Gefahr dabei, dass das gar nicht mehr rausgenommen werden kann oder dass man vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen mit diesem Chip machen kann, die den Körper beeinflussen? Ja, absolut. Also man hat hier über dieses rein informelle Thema hinaus ein gläserner Kontosklave und noch eine Menge mehr Pläne. Es gab also in der Augsburg Allgemeine Zeitung vor einiger Zeit auch eine Veröffentlichung von einem Patentantrag beim Münchner Patentamt, wo eben ein Patent für einen RFID-Chip beantragt wurde, mit dem Menschen eben auch getötet werden können. Aber das ist eine Verschwörungstheorie, hat der eine Herr gesagt in der Diskussionsrunde. Ja, das gibt immer Theorie und Praxis. Mhm. Ich weiß also aus meinen Quellen, auch aus dem Militärbereich zum Beispiel, dass also damit auch massiv gearbeitet wird. Und ich möchte es natürlich nicht ins Blaue hinein die Zuschauer hier anregen zu spekulieren, sondern einfach anzuregen, selbst zu recherchieren, selber auch dem Thema auf die Spur gehen und dann wird man auch Dinge entdecken, die eben so nicht in den Mainstream-Medien eben auch gebracht werden. Und Stichwort dazu könnte sein, im Folge der sogenannten Finanzkrise 2008, 2009, 2010, also platzende Immobilienblase, gab es ja dann in den beiden Jahren danach mal so ein paar Monate, da sind komischerweise mal so 20 Top-Banker plötzlich verstorben. Und dort gibt es eben mehr wie ein Gerücht, dass man im Bereich von Energiemustern und Frequenzmustern eben sozusagen auch aufs Handy oder auf diesen Chip dann Herzinfarkt quasi downloaden kann. Da ist man sehr, sehr weich, also weit in dieser Technologie. Also im Militär wird es seit über 10 Jahren schon angewendet. Also das ist so eine ganze Kette bis hin eben auch zu den Drohnenkriegen. Also da wird uns ja in Science-Fiction-Filmen auch immer wieder gezeigt, wenn eben diese Bewegungsprofile gelesen werden, man immer weiß, wo du bist und was du machst, dann wird man sozusagen irgendwo auch als unbequemer Bürger identifiziert. Mhm. Nach dem Motto, traue ich wem, was da vielleicht auch alles passiert. Also diese Dinge sind bewiesen mittlerweile und ist eben auch nicht so schön. Und neben dieser energetischen Frequenz gibt es eben auch die Möglichkeiten, dass man zum Beispiel kleine Cyanid- oder andere Giftdosen dort erstmal sicher verpackt, die eben dann aktiviert werden können. Und dann dauert es eben nicht lange, bis man sozusagen vergiftet ist. Also Cyanid meinst du so Giftkapseln? Ja. Mhm. Ah, okay, verstehe. Dass man also quasi, wenn man unbequem wird, dann einfach per Knopfdruck
ausgeschaltet wird. Genau, das ist eine ganze Kette. Also die erste Phase der Unbequemlichkeit, wo man noch versucht, vielleicht kriegen wir den ja zum Einlenken. Da wird mal das Konto gesperrt quasi, das elektronische, dann kannst du selbst eben nichts mehr kaufen, weder essen, trinken, noch irgendwas, nicht tanken, kein Hotel buchen. Damit es aber dann nicht zu leicht gemacht wird, wird dann eben auch die eigene Familie und der Freundeskreis vielleicht nicht gleich für 6 Wochen das Konto gesperrt, aber mal eine Woche nach dem Motto, schaut mal, wie weh das tut, also fang bloß nicht an, hier diesen Querdenker und Quertreiber da auch noch zu versorgen. Und wenn man da eben merkt, der hört quasi nicht auf, dann wird man irgendwann die Schrauben sozusagen anziehen und da passieren dann durchaus sehr unangenehme Dinge auch. Stichwort Bargeldverbot, das hast du vorhin gerade auch schon mal genannt, dass das eben dann ab 2030 soll ja weltweit mehr oder weniger das Bargeld verschwunden sein. In Kombination eben mit dieser RFID-Technik ein ziemlich beängstigendes Szenario, wenn ich ehrlich bin. Aber wie weit ist man denn bei uns in Deutschland schon? Weil, wie ich gelernt habe, die Menschen schauen meistens auf ihren eigenen Mikrokosmos. Wenn wir jetzt global reden, auch wichtig. Aber wie weit sind wir heute schon in Deutschland? Weil das uns halt am meisten auch interessiert. Ich habe das in letzter Zeit öfters wahrgenommen, dass der 500-Euro-Schein jetzt verboten werden soll und dass man da in die Richtung arbeitet. Was für Argumente werden da gebracht, damit wir mit diesem Thema quasi gefüttert werden so langsam oder so langsam davon überzeugt werden? Okay, lass mich zunächst die 3 Hauptargumente aufzählen, die uns quasi übermittelt werden, um zu sagen, ja, macht eigentlich Sinn. Ja. Und das sind die sogenannten berühmten 3 Totschlagargumente. Das eine ist also wirklich Bekämpfung von Kriminalität. Das zweite ist Bekämpfung von Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung. Und das dritte sind die sogenannten hygienischen Gründe. Wobei der dritte Punkt jetzt nicht mehr so stark in dieser Zeit gebracht wird, weil man eben mittlerweile in Studien nachgewiesen hat, das ist völliger Unsinn. Es ist genauso unhygienisch, wenn ich 10 Leuten am Tag die Hand schüttle, nach dem Motto, hallo, wie geht's und tschüss, auf Wiedersehen, habe ich genauso viele Bakterienkulturen übertragen bekommen, wie jetzt von irgendein paar Geldscheinen oder Banknoten. Mhm. Also dieses dritte Argument ist jetzt eher nicht mehr so zu sehen, aber seit 2010, wie man begonnen hat mit diesen 3 Argumenten, war das also am Anfang ganz, ganz stark mit dem Argument. Also wenn die Leute wüssten, was für Bakterien auf einer Bahnhofstoilettentür drauf sind, dann würden sie nie wieder öffentlich irgendwie auf die Toilette gehen wollen. Ja. Das ist, ja. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass ein öffentlicher Münzfernsprecher, die gibt es ja fast nicht mehr, aber was in der Muschel, in der Sprechmuschel eines öffentlichen Münzfernsprechers drin war oder ist, das ist ein eigenes Biotop drin, das will eigentlich gar niemand wissen. Und trotzdem sind wir damit umgegangen. Also in dem Sofern, ich habe das noch nie wahrgenommen, dass das ein Problem sein könnte, Hygiene mit Geldscheinen oder Münzen. Ja, also das ist für mich auch völlig unverständlich, da stimme ich dir also völlig zu. Aber das wird als Argument angeführt, um zu sagen, ja, es wäre doch besser, wenn wir kein Geld mehr haben. Ja, so. Ja genau, weil es wäre einfach viel gesünder und sicherer ist es auch noch, weil man kann es nicht klauen und so weiter. Da wären wir jetzt beim ersten Argument, das wirklich am häufigsten kommt, ist wirklich die Kriminalitätsbekämpfung. Aber das ist natürlich auch fast schon wieder ein Treppenwitz in sich. Man hat im Jahr 2015 wesentlich mehr wirtschaftlichen Schaden verursacht durch Cyberkriminalität, also durch digitale Kriminalität, also an wirtschaftlichen Schaden, Accounts hacken, Kreditkarten, Datenklau. Also man hat da so viel Geld weltweit in 2015 gestohlen, wie in den 30 Jahren zuvor weltweit zusammengerechnet in allen Banküberfällen, die es vorher physisch gegeben hat. Also es scheint hier eher das Gegenteil richtig zu sein. Das verlagert je weniger sich, Bargeld es gibt, desto mehr Kriminalität gibt es eben oder desto größer wird der wirtschaftliche Schaden. Durch die technischen Möglichkeiten, eben auch durch die neuen Computer und die modernen Programme. Ja, also auch diese ganzen Handy-Pay-Systeme, die ja auch auf dieser Nahfeldtechnologie RFID basieren, da wird schon so viel quasi geklaut, in Anführungszeichen. In größeren Menschenansammlungen sind die Leute unterwegs und buchen einfach von deinem eingeschalteten Handy, wo du eben den Account drauf hast, buchen dir was ab und du merkst erstmal gar nicht und schon ist der auch wieder weg. Also da passiert schon sehr viel. Und es ist eben, wie gesagt, meine These fast, je weniger Bargeld es gibt, desto mehr Kriminalität. Und ich habe auch jetzt weder in München noch in Rom noch in sonst irgendwelchen Städten am Marktplatz nicht so viel schwarz gekleidete Herren mit Sonnenbrille gesehen, die mit solchen Koffern
rumgelaufen sind. Also ist mir jetzt nicht so oft aufgefallen. Ich bin viel rumgekommen. Also das stimmt für mich ebenso auch nicht, das Thema Kriminalitätsbekämpfung. Und du hast selber gesagt, da wird der 500-Euro-Schein abgeschafft. Der Witz war ja, am 4. Mai diesen Jahres hat der EZB-Rat ja nicht entschieden, ob er denn abgeschafft wird, was vorher aber so kommuniziert war, da entscheiden wir mal, ob wir ihn überhaupt abschaffen, sondern dann konnte man im Handelsblatt plötzlich nachlesen, dass also nur noch entschieden wurde, wie er denn abgeschafft wird. Und da sieht man also schon wieder, wie wir eingangs gesagt haben, diese Negativbildkommunikation der Mainstream-Medien. Also das Gegenteil von dem, was die Wahrheit ist, wird dann eben wieder als Bild ausgesendet. Ja, und das zweite Argument, da wirst du jetzt bestimmt gleich drauf kommen, das ist insofern, wenn ich drüber nachdenke, ja auch irgendwie ein Blödsinn in sich, weil um Schwarzgeld zu verhindern, alleine nur, wir werden aber gleichzeitig viel mehr überwacht dadurch. Ja? Also man sagt uns, es wird Steuerhinterziehung unmöglich gemacht und Schwarzarbeit und so weiter, aber gleichzeitig habe ich nicht die Gelegenheit, auch nur einen einzigen Dienstleister, der für mich gearbeitet hat, anders zu entlohnen. Ja? Keine Putzfrau, kein Musikunterricht, niemand, der mir den Rasen mäht, gar nichts mehr. Also du bist total kontrolliert, mehr oder weniger. Ja, absolut. Also dieses Thema Kontrolle steht natürlich dort extrem im Vordergrund, auch wenn man uns das so natürlich nicht übermittelt durch die Regierung oder in der Finanzpresse und dergleichen. Ich möchte aber auch zum Thema Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit noch einen anderen Blickwinkel öffnen, weil zu diesem Argument, Bargeld müssen wir abschaffen, dann hätten wir weniger Steuerhinterziehung. Da könnte ich mich fast zum tendenziellen Jein vielleicht durchringen, aber im Grunde stimmt es eigentlich auch überhaupt nicht, dieses Argument. Ich möchte es jetzt erstmal umdrehen. Hätten wir denn ein faires und ehrliches Abgaben- und Steuersystem, dann hätten wir wohl auch viel, viel weniger Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit. Ja, ja. Es ist eher so, wenn man es heute mal durchrechnet, kommen wir inklusive der versteckten Steuern, der Arbeitgeberanteile im Bereich Sozialversicherung, mit Mineralsteuer dann und Mehrwertsteuer, du kommst ja, je nachdem wie viel du verdienst, auf eine Abgabenlast von 70-80%, wenn ich all diese verdeckten Dinge nochmal mit berücksichtige. Also früher, vor ein paar Jahrhunderten war es so, da hat es Aufstände gegeben für den Zehnten, also für 10%, die man als Abgabe zu leisten hatte. Da hat das Volk schon Aufstände gemacht. Und heute schlafen wir alle vor uns hin, wo uns noch 20% bleiben. Und 80%, also das Achtfache vom Zehnten, wird uns abgenommen. Also das frage ich mich manchmal, was muss denn noch alles passieren und wie viel Kontrolle wollen wir denn noch, bevor wir es irgendwann einsehen, dass es eben so nicht weitergehen kann. Nee, bei uns gibt es den Zehnstadel. Das habe ich erst später verstanden, was das ist. Als Kinder hieß es der Zehnstadel. Ja, da wurde der Zehnte gelagert. Da hat man die Sachen hingebracht, die man abgegeben hat. Ja. Genau. Aber die Leute schlafen halt. Im Dämmerschlaf, im Gleichschritt in die Ahnungslosigkeit. Ja, ja, genau. Und uns diese Kontrolle, dann ist eben alles kontrolliert. Und da scheint mir schon auch ein gewisser staatlicher Plan mit dahinter zu stehen, der die Finanzeliten dort eben mit unterstützt. Weil, wie man feststellen konnte, hat man den absetzbaren Betrag von Handwerkerlöhnen, also die Dienstleistung, hat man also jetzt vor einem Jahr erhöht. Von früher, glaube ich, 600 Euro absetzbarer Betrag, Handwerkerleistung jetzt auf 1500 Euro. Was aber keinem so groß aufgefallen ist, du kannst es nur jetzt dann noch absetzen, jetzt die 1500 Euro, wenn du es überweist. Aber du kannst die Handwerkerrechnung eben nicht mehr bar bezahlen, dann kannst du es nicht von der Steuer absetzen. Also das ist so eine gewisse Form von, sage ich mal, Konditionierung, Gehirnwäsche und dergleichen. Da sagt der Bürger natürlich, ist ja doof, wenn ich die Handwerkerrechnung nicht absetzen kann. Ich zahle eh schon so viele Abgaben. Also lasst mir wenigstens das noch absetzen. Also sei es drum, dann überweise ich halt die Rechner an den Handwerker. Und viele andere Bereiche, die heute für die soziale Komponente des Miteinander sehr, sehr wichtig sind, wie das Trinkgeld der Bedienungen oder da mal eben ein Rentner fürs Rasenmähen, da werden viele, viele Dinge wegfallen, weil es eben dann völlig kontrolliert ist. Der Hauptgrund zum Thema Bargeld sind aber aus meiner Sicht nicht diese drei Scheinargumente, sondern es sind eben sozusagen, Bargeld ist das letzte, der letzte Riegel, der letzte Feind der sogenannten Negativzinsen. Und wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann sind wir sehr schnell im Bereich der Negativzinsen plus Bearbeitungsgebühren, also die schleichende Enteignung des Volksvermögens. Und mittlerweile gibt es immer mehr Notenbanker,
die sich hinstellen. Übrigens jetzt am kommenden Wochenende in Jackson Hole gibt es ja wieder die große Notenbankerkonferenz. Und dort ist einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte sozusagen, also wie kommen wir weg denn eigentlich von diesem Bargeld? Wie können wir dort noch stringenter in diese Dinge einsteigen? Und da sind eben auch sehr, sehr viele Vertreter der sogenannten Group of 30. Das ist eine Organisation, die ist den wenigsten bekannt, obwohl die völlig öffentlich in der Weltpolitik unterwegs sind und auch eine riesen Seite im Internet haben. Also g30.org ist die Webseite dieser Herren. Mhm. Und dort findest du alle entweder maßgeblich aktuellen Notenbanker, Chefs von großen privaten Geldhäusern oder eben ehemaligen. Und das ist dann immer so ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel zwischen dieser Group of 30 und aktiven Lenkern der Finanzpolitik. Zum Beispiel die Frau Yellen, die jetzt ja, glaube ich, auch die Öffnungsrede in Jackson Hole gerade macht, in ein paar Tagen. Das ist die amerikanische Notenbankpräsidentin. Amerikanische Notenbankpräsidentin, ja. Die Nachfolgerin von Ben Bernanke. Ja. Und da sieht man sehr schön, Ben Bernanke war vorher Fed-Chef in den USA von allen Notenbanken, ist jetzt im Board, also im Präsidium von dieser Group of 30. Mhm. Und bei der Rubrik Former, also frühere Mitglieder des Präsidiums von der Group of 30, war die Frau Yellen. Also Bernanke ist rüber, hat sie quasi dort abgelöst und sie ist rüber ist jetzt Chefin, also hat vorher sehr genau erklärt bekommen in der was Group of 30, was zu tun ist. Und diese Gruppe hat jetzt 2012 und 2015 zwei Geheimkonferenzen in London abgehalten. Die findet man auch nicht auf der Homepage, selbstverständlicherweise. Und rat mal, wie die Überschrift dieses Treffens eben war. Was war die Agenda? War on Cash, Krieg gegen das Geld, Krieg gegen das Bargeld. Also das Bargeld muss weg. Das zeigt schon auch das Mindset, also die Einstellung dieser Leute zu diesem Thema. Für die ist das ein Krieg. Ein Krieg, den sie gegen die normale Bevölkerung führen wahrscheinlich. Ja, das böse Bargeld, also wir müssen ans Volksvermögen ran. Und wenn wir Bargeld haben, kann man es abheben. Ohne Bargeld kann man es nicht abheben. Dann können wir es eben entweder schleichend, langsam oder ganz direkt und unverschämt über Zwangsabgaben kann man abbuchen, dann ganz bequem vom Bankkonto oder vom Chip, je nachdem, wo das Geld gerade ist. Und dann ist eben die letzte Bastion gefallen, wenn wir es zulassen als Menschen, dass das Bargeld wirklich abgeschafft wird. Also wenn man das in ein paar kurzen Gedanken zusammenfasst, dann trifft unser Titel der Sendung eigentlich ziemlich gut, bargeldlos zum gechippten Kontosklaven, ja, dass die Menschheit quasi wirklich im Dämmerschlaf dahinschleicht und gar nicht mitkriegt, wie man ihnen nach und nach immer mehr Rechte wegnimmt und immer mehr Möglichkeiten für ein eigenes, selbstbestimmtes Leben, dass man das immer mehr wegnimmt. Und was können wir dagegen tun? Ne? Das ist natürlich die Frage. Wir könnten jetzt natürlich noch tiefer reingehen in den Kaninchenbau und fragen, was kommt da noch alles auf uns zu, aber das, was ich mir und wahrscheinlich auch viele Zuschauer mir die Frage immer wieder stelle, ist, so wie gehen wir jetzt damit um? Was mache ich jetzt mit dieser Information? Muss ich es erst tausendmal verifizieren oder können wir das jetzt einfach mal so stehen lassen, dass es so ist? Ja, ich glaube, können wir bestätigen. Ja, das sind keine Fantasien, von denen wir hier sprechen, sondern so wird es sein, wenn wir nichts dagegen tun. Aber was können wir dagegen tun? Was ist so das Gebot der Stunde für einen aufgewachten, mündigen Mutbürger? Absolut berechtigte Frage. Ich bin auch sehr froh, dass du die jetzt stellst. Ich bin ja sozusagen seit längerer Zeit, wie du weißt, in eigener Mission unterwegs, um die Menschen einfach aufzuklären. Ich schreibe ein Buch, ich halte Vorträge drüber. Und es halten ja viele Menschen Vorträge. Die meisten, die über Themen informieren, wenn es um negative Geschichten geht, ist 99% Information, wie schlimm es ist. Und dann 1% und 2-3 Sätze, das könnte eine Lösung sein und das war es dann. Und dann bleiben die Menschen eben in der Angst zurück. Genau das will ich ja eben nicht. Ja. Deshalb ist es mir immer ein ganz starkes Anliegen, lösungsorientiert dann die Leute zu informieren, was können wir denn wirklich tun. Und da gibt es eben zwei verschiedene Ebenen. Die eine ist, was kann jede für sich als Individuum tun? Also sozusagen in der eigenen Situation, im eigenen Umfeld, in der eigenen Community. Und Punkt zwei ist, was können wir denn als Kollektiv tun, als Gruppe, als Menschen sozusagen auch insgesamt. Und zu diesen zwei Ebenen gibt es jetzt eine Vielzahl von Punkten. Ich möchte jetzt vielleicht da nur die wichtigsten unter Umständen einfach kurz anführen. Und der erste Punkt wäre einfach, mit der Information, die man eben dazu bekommt, erstmal teile diese Informationen.
und zwar so massiv und so schnell und so nachhaltig wie möglich. Mhm. Dazu gehört als Punkt 1, informiere dein eigenes Umfeld darüber. Also Freunde, Familie, Ehepartner und so weiter. Stammtisch, wenn du im Kindergarten zusammenstehst, die Eltern, wir warten quasi, dass die rauskommen oder abgeholt werden können. Also egal wo, am Arbeitsplatz, überall, informiere dein eigenes Umfeld. Mhm. Also das ist wirklich schon mal ganz, ganz wichtig. Das kann jeder für sich einfach tun. Und aber auch ganz schön schwierig. Das ist somit eine der Hürden, woran viele Leute eben immer scheitern, weil das sind natürlich unbequeme Gedanken. Man kriegt ganz schnell den Stempel des Verschwörungstheoretikers aufgesetzt. Ach du, mit deinen Negativgeschichten, hör mir doch auf und so weiter. Das fordert Menschen natürlich auch, Eigeninitiative zu ergreifen. Wie gehen sie um mit diesen Informationen? Also das ist schwierig, aber notwendig, sagst du. Ja? Also schwierig, aber notwendig. Ich erlebe oft, dass es eben gar nicht so schwierig ist, wenn man eben sozusagen nicht immer mit der Keule drauf, ja, wie schlimm das alles ist, sondern im Sinne einer lösungsorientierten Kommunikation. Schau her, es gibt einfach ein wichtiges Thema, das sind die Fakten. Entweder glaubst du mir es oder überprüf das selber für sich. Am Ende des Tages mal feststellen, das kommt auf uns zu. Die Frage ist, was tun wir jetzt? Und das sollte eben schon lösungsorientiert passieren. Und In dieser Lösungsorientierung, da ist es sehr oft so, dass man dann schon begegnet, ja, ich kann hier eh nichts machen oder was können wir denn schon machen? Und das ist diese Lähmung, von der wir eingangs gesprochen haben, also was die Angst als große Emotionen alles blockiert, das erzeugt auch so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und da sind wir einfach alle gefordert, so unbequem das vielleicht auch sein mag und so anstrengend das sein mag, da müssen wir wirklich unser Umfeld aufwachen, aufwecken, durchschütteln, wachrütteln. Zum Teil, ich nenne es auch manchmal gern scherzhaft, jetzt gibt es erstmal informative Druckbetankung, weil nur durch eine vorurteilsfreie Informationsaufnahme ist jeder Mensch dann in der Lage, selbstständig nachzudenken und dann auch eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Und da kann man den Bogen jetzt spannen, also dem System die Energie zu entziehen, wie im Bereich des Finanzsystems eben die Energie ist das Geld. Ja. Also hol dein Geld von der Bank, weil da gehört schon mal überhaupt nicht hin auf die Bank. Möchte ich jetzt gar nicht so in der Tiefe aufführen, aber mit dem Geld könnte man viel sinnvollere Dinge machen, als wie auf der Bank zu lassen, gerade jetzt, wo ja schon die Negativzinsen durch immer mehr erhöhte Bearbeitungsgebühren ja auch schleichend schon in Deutschland eben eingeführt werden. Und wenn ich jetzt das Geld von der Bank hole, gibt es so viele Möglichkeiten, was ich positiv damit machen kann. Also ich kann zum Beispiel im Dorf ein Blockheizkraftwerk bauen, dann sind wir eben unabhängig von den Energieversorgern. Das kann man in der Gemeinschaft wunderbar miteinander herausarbeiten. Da gibt es eine Reihe toller Modelle schon, die einfach laufen. Das stärkt darüber hinaus ja auch das soziale Miteinander. Klar. Also auch diese regionale Verankerung vor Ort passiert wieder. Also ist dann so viel positive Energie plötzlich in diesen Gruppen, die ich eben überall erlebe. Zum Teil entstehen Genossenschaften, da wo sich sozusagen kleinere Dörfer völlig autark machen in vielen, vielen Lebensbereichen, sei es von der Nahrungsmittelproduktion bis hin zu Energiethemen. Und das breitet sich sozusagen von Dorf zu Dorf, von Gemeinde zu Gemeinde immer mehr aus. Also fast schon wie das kleine berühmte gallische Dorf in den Asterix- und Obelix-Heften. Das ist vielleicht auch ein schönes Bild. Also wenn man dort positiv eben was tut und sich nicht den Mut verderben lässt, dann ist da auch vieles möglich. Und kollektiv, das wäre der zweite Punkt, wo wir wirklich gefordert sind. Am Ende des Tages müssen wir uns, denke ich, als Gesellschaft und auch als Menschheit in dem, wie wir miteinander leben und miteinander interagieren, insgesamt transformieren. Also wir müssen weg aus dieser ganzen Kriegspropaganda, die uns immer wieder eben übergestülpt wird in den Nachrichten. Heißt ja auch Nachrichten, du sollst dich danach richten. Also die deutsche Sprache ist ja deutlich, da kann man auch mal drüber nachdenken. Also wir müssen uns wirklich transformieren in ein friedliches Miteinander, weil das Volk will keinen Krieg. Ich glaube, du kannst jedes Volk befragen auf der Welt. In der Tiefe des Volksseele will kein Volk irgendwie Krieg haben. Und da ist einfach kollektiv auch eine Veränderung erforderlich, meiner Meinung nach. Also wir müssen final uns auch herausentwickeln aus dem heutigen Zinsgeld- und Schuldgeldsystem. Da gibt es viele denkbare Lösungsmöglichkeiten. Ich habe auch nicht Glaskugeln und weiß jetzt ganz genau, was passieren wird. Was für mich aber Fakt ist, dass das Bargeld ist die letzte Bastion der persönlichen Freiheit und wir müssen uns das auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit erhalten, um einfach die friedvolle Gelegenheit zu haben, uns insgesamt im menschlichen Miteinander einfach zu transformieren in eine hoffentlich dann friedvollere
Gesellschaftsformen in der Zukunft? Letzte Frage, die mir jetzt gerade noch so einfällt, ist, wenn du die jungen Leute von heute anschaust, also jetzt die Handy-Generation, Facebook, Twitter, Instagram, die haben ja sich selber mittlerweile schon den Namen gegeben, Smombies, dass also die Jugendlichen im Unwort des Jahres 2015 quasi nach außen hin zu erkennen gegeben haben, ja, wir wissen, dass wir uns verändern, wir sind nur noch Zombies und Smartphone, also Smombie, die kriegen nichts mehr von der Umwelt mit. Was müsste passieren, damit wir diese Generation zu einer mündigen Bevölkerung erziehen, dass wir sie zu einer wachen und auch eingeschalteten Bevölkerung erziehen und nicht zu diesen weltfremden Zombies, die da rumlaufen? Hast du da eine Idee oder hast du da Hoffnung, wenn du an die jungen Leute denkst von heute? Also ich habe sogar ein paar Ideen und ich habe auch eine ganz große Hoffnung. Aber das ist jetzt natürlich auch ein Riesenthema, weil man müsste im Grunde ja ganz vorne beginnen, also in den Kitas, in Kindergärten, im Lehrplan, in den Schulen. Da stimmen aus meiner Sicht heraus eine Vielzahl von Lehrinhalten eben nicht, um dieses Ziel eben zu erreichen. Man züchtet ja da die Kontosklaven eigentlich, dass die in ihrem Hamsterrad weiter voranspringen und das nehmen, übernehmen, was der Lehrer sagt, was die Gesellschaft ihnen aufzwingt, todunglücklich im Hamsterrad strampeln mit Pharma und so weiter. Also das ganze Bild, wie wir es einfach haben hier. Genau, jetzt. Möglichst beschäftigt im Hamsterrad, um nicht nachdenken zu können, selbst wenn ich wollte. Ich bin so im Stress, ich kann gar nicht nachdenken. Aber die große Pokémon Go jagen. Ne? Ja, so. Pokémon und Co. Aber die große Hoffnung, die ich eben habe, also wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, dann gibt es eben auch dort sehr viele mittlerweile, die aufgeklärt sind. Die zum Teil auch sagen, okay, ich weiß, das ist schon ja, eine nette Technik, ist auch schick und so weiter. Und wenn es wirklich wichtig ist, nutze ich es auch mal. Aber ich mache auch was anderes. Wir schmeißen die Dinge in die Ecke, wir gehen raus zum Spielen, wir gehen wieder in die Natur, wir gehen in ein Wildniscamp. Das gibt bei Montessori-Schulen und anderen alternativen Bildungseinrichtungen gibt es da eine Menge, was eben in Bewegung ist. Und ich denke, da wären wir gut beraten, dort die Energie hineinzugeben, das einfach zu stärken, dort auch zu unterstützen im Hintergrund, also die jungen Leute, die Kinder, die Jugendlichen, einfach es auch selber entwickeln zu lassen. Es gibt mittlerweile, wenn du mit Kindern wirklich sprichst, was die für Ideen haben zum Thema Frieden, wie es eigentlich sein sollte. Also da ist schon eine Menge da. Ja, ja. Und ich glaube, das Allerwichtigste wäre für unsere Gesellschaft, dass wir den Kindern einfach aberziehen nach dem Motto, du siehst hier irgendwie vielleicht sogar deinen Schutzengel hinter dir stehen. Blödsinn, gibt's nicht, haben wir nicht. Und wenn du so ein Kind 5 Jahre lang jeden Tag um die Ohren haust, dann hört es auch auf, irgendwann daran zu glauben. Und dann wird es auch eingeschränkt, diese Wahrnehmungsfähigkeit. Also da sollten wir einfach Vertrauen haben und auch das Thema stärken, das Thema in unsere Kinder auch wirklich mit Glauben zu investieren und das zu unterstützen. Und dort, wo es eben nicht so ist, also da, wo wirklich die selbsternannten Smombies rumlaufen, da sind wir auf anderer Ebene gefordert. Übrigens, das Unwort des Jahres 2016 der Jugend ist Angst. Ach. Also das Größte, und das, also man kriegt es gut hin quasi, medial gleichgeschaltet. Das ins Bewusstsein zu pflanzen, das Stichwort ist eben Angst jetzt, aber eben der Smombie-Generation, da glaube ich, bringt es jetzt uns nicht wirklich weiter, wenn wir jetzt auch da wieder massiv in den Konflikt gehen, nach dem Motto, wenn es die Navi-Satelliten mal zerlegt, dann findet ihr sowieso nicht mehr heim ohne Navi. das bringt ja nichts, diese Keulen-Methode oder diese Form der Didaktik, sondern da müssen wir wirklich auch mit einem mittel- und langfristigen kommunikativen Plan herangehen. Und natürlich auch durch Vorbild sein und eben selbst nicht immer nur irgendwo rumzappen und abends auf die Couch irgendwie im 4K-HD-Fernseher sich irgendwas reinziehen, sondern es muss eben auch da wieder mal, hey, lass die Kiste mal aus, wir haben ein wichtiges Thema, lass uns miteinander reden oder wirklich uns, wenn es mal am Anfang nur eine Viertelstunde ist, raus in den Garten oder sonst irgendwohin, einfach miteinander wieder in die Interaktion einfach gehen. Und das ist dann eher so ein mittelfristiger Prozess. Aber ich erlebe eben überall, dass die dafür offen sind, dass die immer mehr auch zuhören. Und wenn man dann in der Kommunikation den Punkt erreicht, ja, eigentlich ist alles ganz schlimm, aber es ist ja so bequem und ich nutze es ja auch, ich gebe es zu. Also wenn man da aufmerksam zuhört und sozusagen den anderen, den Jugendlichen abholt auf dem Punkt, wo er eben gerade steht, also sich hineinzuversetzen in diese Lage und immer überlegen, wie würde es denn mir gehen, wenn ich jetzt quasi immer online wäre, Pokémon und Co., wie könnte man mich denn dann erreichen? Und dann fallen einem wirklich diese Zugänge eben auch ein und das muss man eben auch machen.
Also du hast Hoffnung, höre ich daraus, oder? Also eine große Hoffnung, ja. Mhm. Also da gibt es so viele auch Friedensprojekte weltweit mittlerweile, also wo einfach so stark diese Sehnsucht aus allen rauskommt. Wir wollen auch so ein bisschen weg wieder von der Technik und wir wollen uns wieder verbinden, auch im Sinne von Frieden, und wir wollen ein friedvolles Miteinander. Da tut sich wirklich eine Menge. Aber wie gesagt, Energie folgt der Aufmerksamkeit, und ich nehme halt nur das wahr, wo ich auch hingucke. Wie geht es denn bei dir persönlich momentan weiter? Hast du gerade konkrete Pläne, die jetzt irgendwie, hast du irgendein spezielles Event, auf das du hier noch hinweisen möchtest? Ja, danke, dass du danach fragst. Da gibt es im Prinzip momentan drei Herzensprojekte. Das eine ist mein Buch, das Ende des Monats Oktober im Osiris Verlag erscheint. Mhm, beim Oliver. Beim Oliver, den wir beide kennen und auch sehr schätzen, wie ich weiß. Das wird den Titel haben: Bargeld AD, Scheiden tut weh. Und dort kann einfach auch die Zuhörer oder andere interessierte Menschen, die in dem Thema, was wir heute besprochen haben, mehr erfahren möchten, sich auch ein bisschen tiefer einlesen. Mhm. Das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, da haben wir gestern zufälligerweise, Zufälle gibt es ja vielleicht auch gar nicht, bekommen, im Osten von München eine europäische Friedensbewegung zu manifestieren, uns zu initiieren. Die wird jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Also nach dem Vorbild der Märsche jetzt in der Ukraine sozusagen, wo sich Hunderttausende auf den Weg gemacht haben in die Hauptstadt nach Kiew, weil dort das Volk signalisiert hat, wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Es gab ja eine Riesenberichterstattung im ZDF darüber. Ja. Ja, ja, also die Öffentlichen haben sich da richtig zurückgehalten, also wieder Auftrag erfüllt in Richtung USA und England. Aber in alternativen Medien konnte man Gott sei Dank einiges darüber erfahren, und das war sehr berührend. Es ist eine Riesenenergie auch davon ausgegangen, und das wollen wir einfach mitnehmen, jetzt auch in Anknüpfung auf diese Friedensfahrt nach Russland, die in der Folge ja passiert ist, wo der Herr Wimmer, der ehemalige CDU-Politiker, ja auch der Schirmherr war und das in Berlin mit einer Ansprache auch begleitet hat. Dr. Und Rainer Rothfuss war Mitinitiator. Genau. Ja. Also das sind Dinge, die haben uns alle wirklich auch sehr berührt, aber auch inspiriert. Und diesen europäischen Friedensweg, also die große Überschrift lautet jetzt einfach der Friedensweg. Und dort wollen wir eben im Frühjahr, der Zeitpunkt steht noch nicht genau fest, in jedem Land in Europa in die Hauptstadt marschieren, aber auch in jedem Bundesland in die Landeshauptstadt, also in Bayern zum Beispiel, nach München. Und es wird eine dreiwöchige Prozession eben geben in jeder Landeshauptstadt in Europa und in jeder Bundeshauptstadt in jedem europäischen Land, mit dem Ziel, dass eben alle loslaufen am Tag X und dann zum Ende hin eben immer mehr. Mhm. Also es wird auch die Möglichkeit geben, wenn einer gar keinen Urlaub hat und nicht mitmachen kann, wie auch immer, dann einfach am letzten Wochenende, wo wir in den zahlreichen Hauptstädten in Europa eben überall ankommen werden, dann einfach am Schluss mit dabei zu sein, um ein großes Signal des Friedens auszusenden. Und die große Hoffnung dabei ist wirklich, dass das auch in der Welt vernommen wird. Also da ist erkennbar, das wird ein richtig großes Ding. Mhm. Und möchte deshalb auch dich und unsere Zuhörer einladen am 20. November auf dem Kongress Mut zur Veränderung in Eversberg bei München in der Alten Galerie zu kommen. Dort gibt es nur 550 Plätze, also insofern, wir werden das in 2 Wochen online stellen, dann kann man auch den Kartenvorverkauf eben beginnen, dann wird es auch schnell voll sein, und dort wird das erste Mal medial richtig öffentlich dieser Friedensweg, den wir initiiert haben, gestern Abend in München, dann auch öffentlich verkündet. Und da geht momentan das persönliche Ziel hin, die persönliche Energie geht komplett da rein. Und dann schauen wir mal. Aber es ist ein Kongress, wo auch Redner da sind, ja? Richtig, da sind also mehrere Redner da, interessante Größen auch mit dabei, die aber jetzt nicht nur überall auf den großen Bühnen überall stehen, auf den ganzen alternativen Kongressen, sondern die eben auch vor Ort dann Dinge auch umsetzen. Also wie zum Beispiel der Werner Habermeyer, der aus dem Bereich belebtes Wasser nach den Prinzipien von Schauberger und Co. eine große Vision eben hat, also auch dieses Thema Wasser hat ein Gedächtnis, was kann belebtes Wasser eben alles,
Und wie wichtig ist Wasser auch im Alltag oder für uns, weil wir ja zu 75% bestehen wir zwar ja auch aus Wasser, aber bis hin auch zu einer sehr bekannten Persönlichkeit, den du auch in den Seegesprächen kurz erlebt hast, der Alfred Tolle von einer weltweiten Wisdom-Bewegung, die er initiiert hat. Der wird also als Schirmherr des Grußwort sprechen mit dem Eröffnungsvortrag. Ich selbst werde dort auch sprechen und zwei interessante Überraschungsgäste mehr. Also es wird ein hochspannendes Thema. Und wie gesagt, in 14 Tagen veröffentlichen wir es, konkretes Programm. Und dann freue ich mich einfach auf diesen Tag heute schon. Ja, da hast du ja einiges in der Pipeline. Also es steht einiges an. Also viel Erfolg bei diesen ganzen Plänen. Also ich danke dir sehr für dieses interessante Gespräch. Ich würde es gerne an anderer Stelle fortsetzen. Also der Austausch mit dir, das ist sehr fruchtbar irgendwie. Und wir sind nicht weit weg voneinander. Wir haben gute Möglichkeiten, uns da zu treffen. Also freue mich schon sehr drauf. Erich, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ja. Ja, ebenfalls, Robert. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf den weiteren Austausch. Sehr, sehr gerne. Da gibt es noch einiges, was wir besprechen können. Ja. Alles Gute, gell? Komm gut nach Hause. Danke dir auch, danke. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Also hier nochmal der Hinweis, der 20. November, gleich mal dick anstreichen, das ist in Ebersberg, das ist im Osten von München. Da ist dann der Mutkongress, nämlich die Mut zur Veränderung wird da thematisiert und ich würde gerne dazu einladen. Vielleicht sehen wir uns da ja persönlich. Ich bin auf jeden Fall mit dabei und in diesem Sinn alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sie haben schon lange unbemerkt in unseren Alltag Einzug gehalten. RFID-Chips sind millimetergroße Schaltkreise, die unsere Kleidung, Lebensmittel oder Haustiere zu Sendern machen, die angefunkt werden können und ihre festgelegte ID zurücksenden. Doch seit einigen Monaten werben die Leitmedien koordiniert für das organische Implantieren von Funkchips in lebende Menschen. Ist damit die rote Linie überschritten? RFID, Radio Frequency Identification oder auch Identifizierung mittels Radiowellen, ist eines der meistdiskutierten Themen der vergangenen Monate. Während sich ein Mainstream-Reporter nach dem anderen einen RFID-Funkchip vor der Kamera unter die Haut implantieren lässt und gleichzeitig dessen Nutzen bewirbt, warnen alternative Medienmacher davor, dass der RFID-Chip der zentrale Baustein zur Errichtung eines total überwachten faschistischen Staates sei. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen argumentieren Moderatoren, dass der RFID-Chip eine praktische Alternative zum Öffnen von Türen mit einem Schlüssel, Speichern von persönlichen Daten und Passwörtern auf dem Smartphone und zum Zahlungsverkehr mit Bargeld sei. Und in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert ist der Chefpropagandist Klaus Kleber, der sich hingestellt hat und erstmal die Werbetrommel gerührt hat für den RFID-Chip. Das ist eine tolle Sache, ne? Wenn jeder einen Chip trägt, dann können wir eigentlich muss Arm rüberziehen beim Einkaufen über einen Scanner. Wir können natürlich auch nicht mehr überfallen werden, Bargeld kann nicht gestohlen werden. Diese Geschichten, diese Märchen erzählen sie den Leuten im Fernsehen. Interessant ist dabei, dass noch vor 20 Jahren die Leute, die gesagt haben, irgendwann wollen die uns einen Chip einsetzen, die wurden belacht, ausgelacht, als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Jetzt stellt sich das Mainstream hin und erklärt uns, wie toll das ist. Das sollte man im Zusammenhang mit dem Bargeldverbot sehen. Die RFID-Technologie ist bisher wenig bekannt. Ihre Wurzeln reichen bis in die 1940er Jahre zurück, als Forscher wie Lev Sergejewitsch Termen Wanzen für Geheimdienste entwickelten. Ein RFID-System besteht aus einem Lesegerät und einem Funkchip. Das Lesegerät kann ein Smartphone, Tablet, Laptop, Scanner oder allgemein jeder funkfähige Computer sein. Der Funkchip ist ein elektronischer Kleinbausatz, der aus einer millimetergroßen, teils spiralförmigen Antenne besteht, die mit einem kleinen Speicherschaltkreis verbunden ist. Dieser liest und speichert Daten auf dem ebenso eingebauten Speicher. Energie erhält der Chip entweder durch eine integrierte Batterie oder passiv durch die eindringenden Radiowellen. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen kleinen Bauweise können RFID-Chips vielfältig eingesetzt werden.
An der Bar dient er als Kreditkarte und dem Betreiber erspart er viel Personal. Immer mehr Fitnesszentren setzen darauf, aber auch in anderen Bereichen steht der Durchbruch mit den Funkchips bevor. Im Patientenarmband revolutionieren sie das Krankenhaus. In Fachscheinen machen sie bald Kontrolleure überflüssig. Im Geschäft, an Lebensmitteln oder an Bekleidung beschleunigen sie das Einkaufen und in der Kundenkarte das Bezahlen. Neben den noch diskutierten Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeugortung, Bargeldortung und Echtheitsbestimmung von Medikamenten sind ins lebende Tier per Operation eingepflanzte RFID-Funkchips bereits bei der Haustier-Identifikation im Einsatz. Seit 2012 müssen Haustiere einen implantierten Funkchip im Körper haben, wenn sie in der EU reisen wollen. Bereits 2006 mussten Hunde in der Schweiz verpflichtend gechippt werden, seit 2012 ebenso in Österreich. Das ist nicht eine große Operation, sondern eine kleine Injektion. Also es muss gemacht werden bevor der ersten Weitergabe eines Welpen, also ab 3 Monaten. Und damit ist das Tier für sein Leben lang eindeutig identifizierbar. Es wird in einer internationalen Datenbank registriert. Und durch diese Registrierung ist jederzeit der tatsächliche Besitzer wieder auffindbar. Eine Chippflicht für Menschen, wie sie für Haustiere bereits flächendeckend umgesetzt wurde, wird in den Leitmedien noch nicht öffentlich diskutiert. Doch die Zielstellung einer übergriffigen Chipverpflichtung per Gesetz wird in der alternativen Medienlandschaft als hochwahrscheinlich angesehen. Filmemacher, Rockefeller-Vertrauter und Medieninformant Aaron Rousseau warnte bereits 2006 vor einer RFID-Pflicht. Die Agenda ist es, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Es wird kein Bargeld mehr geben. Und Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein. Wenn man anstelle von Bargeld Geld auf seinem Chip hat, können Sie jeden Betrag, wann immer Sie wollen, entnehmen. Wenn die sagen, du schuldest uns so und so viel Geld an Steuern, dann entnehmen Sie den Betrag digital von deinem Chip. Totale Kontrolle. Totale Kontrolle. Und wenn man wie du oder ich dagegen protestiert, können Sie deinen Chip ausschalten und du hast nichts mehr. Eine besondere Gefahr liegt dabei in der Unmöglichkeit für den Bürger, die RFID-Chips technisch zu überprüfen. Ist der Chip ein reiner ID-Chip oder hat der Zusatzfunktionen? Handelt es sich möglicherweise sogar um ein Tötungsinstrument, mittels welchem der Träger per Funk eliminiert werden kann? Letzteres ist insbesondere nicht mehr auszuschließen, seit 2007 der Patentantrag eines saudi-arabischen Erfinders beim Deutschen Patentamt in München einging. Dieser beinhaltete die Überwachung und Tötung von Menschen mittels RFID-Chip. 2011 berichteten die COP-Nachrichten, dass ein derartiger Mord-RFID-Chip bereits von der Gesundheitsbehörde der USA zugelassen worden sei. Diese Chips sammeln, speichern und übermitteln unmerklich und unsichtbar nicht nur persönliche Daten, sondern sie können auch für viele andere Funktionen kodiert werden. Durch den Chip soll zum Beispiel ferngesteuert einer Zielperson eine tödliche Dosis Cyanid in die Haut gebracht werden können. Ein Reporter von Fox News ist in dem Video mit den Worten zu hören: Der Chip bringt dich um, wenn du aus der Reihe tanzt. RFID ist eine nützliche und gleichzeitig hochgefährliche Technologie, deren Einsatz wohl überlegt und notfalls abgelehnt werden sollte. Umso nachvollziehbarer ist die Wut und Empörung von Eltern und RFID-Gegnern, dass ebenso schamlos wie das Heute-Journal auch der Kinderkanal Kika für RFID-Chips Werbung macht. Rin, Angelo, ihr seid auch Cyborgs, aber was seid ihr jetzt für Cyborgs? Wir sind Spaß-Cyborgs. Spaß-Cyborgs? Was hast du denn so als Cyborg? Spaß machen. Ich habe zum Beispiel hier einen Funkchip und da auch einen, weil warum keine zwei? Und was hast du, Angelo? Hier habe ich auch so einen Funkchip wie den und der ist so groß wie so ein Reiskorn. Warum macht man sowas, Rin? Aus Spaß, glaube ich. Ob Politiker, die sich den gläsernen, kontrollierbaren Bürger wünschen, Chip-Produzenten, die mit dem lukrativen Geschäftsfeld RFID ihre Patente vergolden möchten, oder Medien, die sich staatlich verpflichtet oder als Werbeträger für RFID einsetzen. Die Advokaten der Funkchip-Einführung sind eine breite Meinungsfront. Doch auch der RFID-Widerstand ist gut aufgestellt und aktiv.
Mit all den Chancen und all den Gefahren ist RFID eine Technologie, die eingehend geprüft und sehr vorsichtig eingesetzt werden sollte. Eine verpflichtende Implantation scheitert nicht zuletzt in Deutschland an dem im Grundgesetz verankerten Recht auf körperliche Unversehrtheit. Auch daher scheint es die Strategie der RFID-Profiteure zu sein, die Bevölkerung nicht zu zwingen, sondern sie zu überreden, sich den Chip freiwillig einsetzen zu lassen. Die RFID-Kritiker dagegen arbeiten darauf hin, genau dies zu verhindern. Gefällt euch unsere Arbeit? Dann unterstützt uns mit einem NuoVISO Premium-Abo. Unter www.nuoviso.tv findet ihr weitere Informationen dazu. Wir sind gespannt auf euer Feedback zu unseren Beiträgen. Teilt bitte dieses Video und helft uns mit der Verbreitung dieser Informationen. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von NuoVISO Total. Tschüss!